Abseits vom industriellen Kerngebiet an der Wupper bietet das Bergische Land mit seinen hügeligen Weiden und Ackerfluren, den weitgestreuten Siedlungen und den waldgesäumten Bachtälern das Bild einer Landschaft, die nach bäuerlichen Erfordernissen gestaltet ist. Dennoch sind die Ortschaften zwischen Lüttringhausen, Hückeswagen und Wermelskirchen vorwiegend gewerblich bestimmt. Hierzu gehört Dünn, das den gleichen Namen führt wie der Fluss, der zur Talsperre aufgefangen ist und weit unterhalb im Bereich von Leverkusen in die Wupper mündet. 1910 wurden hier in Dünn 114 Bandwirkereien mit insgesamt 200 Webstühlen gezählt. Fast in jedem Haus bestritt man damals den Lebensunterhalt durch die Herstellung von Stoffbändern. Zur Zeit der Filmaufnahmen gab es etwa 70 Bandwirker, von denen 1980 noch 50 tätig waren. Auch in diesem Fachwerkhaus stand früher ein Bandwebstuhl. Der örtliche Bandwirkerverein hat ihn hergerichtet, damit das alte Heimgewerbe noch einmal dargestellt werden kann. Die Rohware wurde früher mit dem Liefersack bei den Fabrikanten in Barmen geholt, die auch die fertigen Bandartikel abnahmen. Heute benutzt man zum Transport Lieferwagen. Am Produktionssystem hat sich jedoch nichts geändert. Auch nicht seit Einführung moderner Webmaschinen und Automaten. Sämtliche Betriebseinrichtungen in den Bandwirkereien, die immer schon kostspielig waren, sind Eigentum der Heimweber. Die selbstständigen Meister verarbeiten das zur Verfügung gestellte Material nach Bestellung zu einem vorher vereinbarten Stücklohn. So, hast du die Ketten alt, Mädchen? Ja, ich löwe, ich habe nicht alt. Dann kriegen wir jetzt aber feinen Bogenstrupp. Ja, wir sehen. Die Garne, die früher in Strängen gehandelt wurden, müssen zur Verarbeitung auf dem Bandwebstuhl als Webkette und als Einschlag hergerichtet werden. Der Weber hat hier die fertigen, mit besonderen Schermaschinen hergestellten und aufgespulten Ketten vom Fabrikanten in Barmen mitgebracht. Auf den Spulen oder Kettscheiben sind die Längsfäden vereinigt, die jeweils ein Band ergeben. Bei Beginn der Arbeit setzt der Bandwirker die Kettscheiben für die bestellte Ware in den Garnrahmen am hinteren Ende des Webstuhls ein. Bei Zierbändern ist der Kettstrang meist auf mehrere Spulen verteilt, die im Webstuhl übereinander angebracht werden. Die Bandstühle sind so eingerichtet, dass man mehrere Bänder gleichzeitig herstellen kann. Hierzu müssen die Kettscheiben nebeneinander untergebracht werden. Damit die Fäden beim selbsttätigen Ablassen während des Webens straff gespannt bleiben, ist eine Bremsvorrichtung eingebaut, die auf die Spulen wirkt. Na, bist du mal brav? Bevor die Kettstränge in den Webstuhl eingezogen werden können, müssen die Schäfte eingewurmt werden. Diese Hilfsarbeit war früher in der Regel vor Anlieferung der Kette erledigt. Als Schaft bezeichnet man den Rahmen, in dem geknotete Schnurlitzen zur Führung der Kettfäden bei der Fachbildung aufgeriehen sind. Die vier Schäfte, von denen der letzte nun aufgehängt wird, bilden den Kamm für die Taftbindung. Hier ist die andere Seite. Zur besseren Handhabung der einzupassierenden Wurmfäden bindet man sich den Bauchhaken um. Da die handwerkliche Qualität der Bandwaren von der korrekten Führung der Kettfäden abhängt, wird mit großer Sorgfalt eingewurmt. Der Kamm, der für jeden Auftrag eigens hergerichtet werden muss, konnte bei den Schaftenbandstühlen bis zu 28 einzeln heb- und senkbare Schäfte besitzen. Bandmuster mit mehr als 28 unterschiedlichen Fadenbindungen wurden hier erst um 1860 mit der Einführung der Jacquard-Maschine als selbsttätig hebendem Automaten möglich. Auf den einfachen Handbandstühlen konnten die Kämme bis zu 8 Schafteinheiten haben.
Um die verschiedenen Webfache zum Eintrag der Schüsse gesondert öffnen und schließen zu können, müssen alle Kettfäden, die eine gleiche Bewegung ausführen sollen, durch den gleichen Schaft gezogen werden. Das zwischen den Litzen in sogenannten Augen nebeneinander eingewurmte Garn dient hierbei als Hilfsmittel. Beim Einfädeln der Würmchen wechselt man in regelmäßiger Abfolge zwischen dem ersten, zweiten, dritten und vierten Schaft hin und her. Auf diese Weise erreicht man beim Weben die saubere Trennung. Die Wurmfäden für die vier Schäfte, die von den Spulen abgezogen werden, bestehen aus starkem, glatt gezwirntem Kunstseidengarn. Sie sollen durch die Litzenaugen gleiten, ohne sie zu beschädigen. Wenn bei den geknoteten Litzen keine Augen aus Glas oder Stahl angebracht waren, mussten die Passagen mit Präpariermitteln geglättet und gestärkt werden. Man erkennt sie an der dunklen Färbung. Die Anzahl der Würmchen in den einzelnen Gängen stimmt mit der Zahl der vorgesehenen Kettfäden genau überein. Zur Herstellung der Schäfte, die heute durchweg aus Drahtlitzen bestehen, hat sich der Berufszweig der Kammstricker oder Kammmacher herausgebildet. Auf den Zug noch. So, hier hast du die Schere. Okay. Na, schnick auf. Pass auf. Wenn ein Gang in Bandbreite eingezogen ist, wird der Wurmstrang an beiden Seiten aus dem Brusthaken genommen. Nach dem Durchtrennen des blinden Zuges im unteren Teil ergibt sich für den in den Litzen verbleibenden Drum die erforderliche Länge, sodass er über den Kamm gebunden werden kann. Dann kann man den nächsten Gang herrichten. Jetzt kommt der nächste. Was ob direkt nicht zu flach. So, wird das dann das letzte Red? Ja. Ein Half für da. Da können wir einen Kamin hacken. Ja, ich habe noch zwei Zug. In der Wohnstube, die für die Nebenarbeiten genutzt wird, sind auch die Scherrahmen und andere Hilfsgeräte aufgestellt. Am Jeck, wie das Traggestell für den Kamm heißt, werden jetzt zum Abschluss für jeden Gang die hinteren Riter gesteckt. Sie sollen im Webstuhl die ankommenden Kettfäden für die Bewegungen im Fach zugweise zusammenhalten. Wie viel dann noch? Zwei. Ein Zug besteht hier aus vier Fäden, die zusammen angereicht und mit dem Haken des Rietmessers zwischen die metallenen Rietstäbe gefädelt werden. In Verbindung mit der Bandwerkerei haben sich die Rietmacher als ein weiteres Sondergewerbe entwickelt. Ihre Erzeugnisse sind mit feinmechanischen Geräten vergleichbar. Außer dem Hinterriet wird für jeden Gang später auch ein Vorderriet gebraucht, das in die Weblade kommt. Wenn der in dieser Weise vorbereitete Kamm in den Bandstuhl gehängt wird, braucht man die Kettfäden nur an den entsprechenden Wurmfäden zu befestigen, um sie mit deren Hilfe an richtiger Stelle durch Riet und Webkamm hindurch nach vorne auf die Abzugseinrichtung für das fertige Band zu ziehen. So, jetzt können wir den Kamm einhängen. Oh ja, packen Sie an. Ja, komm. Ja.
Bisschen höher. Ja. So. Rein. Ja. Das. Ja. Stöcke rein. Ja. Und dann hängt es. So. Ja. So. So. Und dann könnt ihr wieder machen. Dann kann ich holen. Mach du spürst. Die erste Schnur. Der Kamm kommt vorne ins Webgestell, wo jeder Schaft gesondert an Schnüren aufgehängt wird, die oben über Walzen laufen. Sie übermitteln die Vertikalbewegung zum Öffnen und Schließen des Webfachs, und zwar so, dass die vier Schäfte einzeln angehoben und abgesenkt werden können. Das stimmt so. Ne? Dann können wir Stöcke raus. Noch etwas? Noch, ja, noch was. So. Den, so, gut, gut. So, jetzt sehen wir, der muss noch runter. Mal faster. Ja? Ja. Wenn der Kamm in richtiger Höhe einreguliert ist, bindet man die Vorderenden des eingewurmten Drums beim Brustholz fest. Die hinteren werden über den sogenannten Seidenbaum gezogen und mit Gewichten gespannt. Der durch den Kamm laufende Drum bildet so gewissermaßen eine Hilfskette. Durch das Abstreichen des Strangs mit einer weichen Haarbürste macht man die Fäden glatt. Walter? Ja? Dann bringen Sie Jack mit dem Forke. Ja, ich habe. Die Forke lehnen. Ja. Ich mache den Kammern offen. Kammern ja. Offen. Ja. So, so Herr Kreuz. Gut. Ach, das klappt ja. Dann los. Bei wechselnd geöffnetem Fach kann jetzt die Furke eingelegt werden, die alle gekreuzten Fäden des Drums auseinanderhält. Ja. Oh, Just, komm und Ketten drüber tun. Ja, was soll ich denn machen? Ah, klemmt's drum. Die Kettstränge von den Scheiben hinten im Bandwebstuhl werden mit dem Ketthaken über die Rollen auf dem Deckel nach vorne vorgezogen. Dazu löst man die Bremseinrichtung. Die Ketten senken sich über dem Seidenbaum hinab, wo man sie anschließend mit den Fäden im Kamm verknüpfen kann. Ja. August. Ich komm auch runter. August. Geh mal zu Putzpomade. Hast du Hort, Herr von mir? Du nimmst Putzpomade. Ja. Du mir Frömmel fix. Wozu dann Ozean drehen? Ja, ich drehe den Ozean. Dann fange ich hier an. Dann fange ich in der Mitte an. Du fängst in der Mitte an? Gut. Ist doch ziemlich eng. Ja, ist wahrhaft. Also, bist du vorbei? Ja. Gut. So. 36 zu viel. 36 werden zu viel. Aber dann tue ich von jeder Seite 18 weg. Und dann fange ich an zu bremsen. Ja, ja. Das ist gut. Vier Ketten. Vier Ketten sind, sehe ich. Und hier, so, das hast du gemacht, das Rot. Jawohl, das Rot habe ich gemacht. Das sind 146 pro Behäng. Pro Kette. 146. Jawohl, das sind 292. Ja. Ui, wie viel Dreh sollen wir denn rein tun? Ach, keinen Drehren. Das drehen wir so an. Du hast vier Ketten am Jang. Mhm. Ja, alle mit erster Hut. Über die erste Hut, ja. Geht ja nicht anders. Kann ja keine zwei Kreuze gelegt. Ja. So. Ich drehe den ersten an, kommen aber ohne Jahr. So, dann hat vier von ihnen. Ah, genau. Dann haben wir hier. Weißt du, noch ein anderer Mann kann er was. Beim Andrehen der Kette, was in den Maschinenwebereien von besonderen Apparaten besorgt wird, brauchen die Bandwerker große Fingerfertigkeit. Das Verbinden der Hilfskette mit den eigentlichen Kettfäden, die ebenfalls im Kreuz paarweise gesondert sind, wird als Andrehen bezeichnet.
Die Enden der beiden durch Knoten gesicherten und nach der Kreuzung geteilten Stränge werden in einer Hand so zusammengebracht, dass die zu verbindenden Fäden der Reihe nach gegriffen werden können. Man verknüpft sie nicht miteinander, sondern dreht sie zwischen Daumen und Zeigefinger zum Friemel zusammen, wobei man als Haftmittel eine Andrehpaste benutzt, die auch als Putzpomade oder Friemelfix bezeichnet wird. Sie bewirkt, dass die seitlich abgewinkelten Verbindungsstücke an die vereinigten Fäden angelegt und mit diesen glatt zusammengedreht werden können. Die verbundenen Fäden ziehen sich durch die Wirkung des angehängten Gewichts stramm, während die provisorisch verknoteten Fäden nach unten durchhängen. Die Knoten müssen zum Schluss abgeschnitten werden. Jeder Gang hat nach der vorgesehenen Breite des Bandes zweimal 192 Kettfäden. Da der Handstuhl mit 5 Gängen ausgestattet ist, macht dies nahezu 1500 einzelne Fäden, für die selbst mehrere Personen zum Andrehen einige Tage benötigen. Früher, als die Bandwirker diese Paste nach Rezepten, die man nicht preisgab, aus Kreide und Butter selber herstellten, konnte es geschehen, dass alle Andrehstellen nachts von den Mäusen weggefressen wurden. Im Raum beim Hauseingang, wo sich auch die Treppen zum Obergeschoss und zum Keller befinden, hat an der rückwärtigen Wand die Windemaschine ihren Platz. Sie wird gebraucht, wenn Garne zur weiteren Verarbeitung von den handelsüblichen Strängen auf Spulen gezogen werden müssen. Die Windemaschinen, die gegenüber dem Handspulrad einen wesentlichen Fortschritt brachten und die in den Bandwerkereien meist von Frauen bedient wurden, waren vielfach bis in die 30er Jahre in Gebrauch. Sie wurden abgelöst durch größere Fabrikanlagen mit mehreren hundert Spuleneinsätzen und angeschlossener Garnreinigung. Zur Aufnahme der Stränge sind oben 8 haspelartige Kronen angebracht, die so gespannt werden können, dass die Garnwindungen festsitzen. Der Antrieb erfolgt über ein Fußpedal, das eine Kurbelstange bewegt. Die angehängten Gewichte sorgen für den Widerstand, sodass sich die Fäden beim Abwickeln stramm spannen. Durch die kurvige Form einer Zahnradfelge wird über einen Hebelarm ein seitlicher Schub erzeugt, der sich oben auf eine Leiste überträgt, die der Fadenführung dient. Auf diese Weise können die Spulen in ganzer Länge mit gleichmäßigen Windungen gefüllt werden. Die handlichen Garnspulen, die im Gegensatz zu den Kettscheiben nur einen einzelnen Faden aufnehmen, bieten das Ausgangsmaterial für die weitere Verarbeitung. Solange die Bandwirker ihre Kettstränge selber herstellten, mussten die Scherrahmen hiermit besetzt werden, sodass man die erforderliche Anzahl von Fäden auf der Schermaschine vereinigen konnte. Auch wenn das Schussgarn für die Weberschiffchen auf den Bandstuhl gebracht werden soll, benötigt man die Spulen von der Windemaschine. Am Bandstuhl in der Webkammer sind die Männer inzwischen mit dem Andrehen der Kette fertig geworden. Sie kann jetzt über den Brustbaum hinweg nach vorne vorgezogen werden. Wo die weißen Wurmfäden des Drum mit den farbigen Fäden der Kette ineinander gedreht sind, erkennt man die Friemel. Da die Kettenkreuzungen nun im Webkamm von den 4 Schäften auseinandergehalten sind, kann das Fadenkreuz entfernt werden. Bei den so vorbereiteten Gängen kann man jetzt das Hinterried auf die eigentliche Webkette zurückschieben. Beim Vorziehen der angedrehten Kettfäden muss man die Bremshölzer für die Scheiben im Garnrahmen aussetzen. Von den Kettsträngen, die durch den Kamm hindurch bis vor die Weblade gebracht sind, wurden bereits die eingewurmten provisorischen Ketten weggeschnitten. So kann man jetzt auch die Vorderrieter anbringen, indem man die Fäden, wie bei den hinteren Rietern, zugweise einsticht.
Indem sie die Kettfäden in der vorgesehenen Breite gleichmäßig verteilen, haben die Vorderrieter die gleiche Aufgabe. Da sie fertig eingestochen ihren Platz in der Weblade haben, die auch als Schläger bezeichnet wird, drücken sie beim Anschlagen außerdem die eingeschossenen Fadenbindungen in der Kette fest. Die Kettstränge im Bandstuhl werden nacheinander webfertig gemacht. Dieser Strang muss als nächster vorgezogen werden. So, Eus, ja, jetzt hängen den Stuhl und den Orange an, wo ich hier durchstrecke. So, Schön Schacht, Schacht. Ja. Beim Passieren der vier Schäfte laufen die Kettfäden in der vorgegebenen Anordnung glatt durch die Litzenaugen. Ja, ich habe einen Klotzen gerade durch. Bei den eingefädelten Rietern kontrolliert man mit dem Stichmaß die richtige Breite. Da das Herrichten der einfacheren Bandstühle für einen neuen Warenauftrag sehr zeitaufwendig war, suchte man die Hilfe von Kollegen und Nachbarn. Für die Umstellung auf neue Bänder rechnete man 8 Tage Arbeit, die von den Fabrikanten nicht vergütet wurden. Sobald die Kettstränge richtig sitzen, können sie bis zur Abzugseinrichtung hinabgeführt und hier um den Zugbaum herumgelegt werden. Mit Pressrollen aus Metall, die in Glaspapier eingehüllt sind, spannt man die Enden fest. Wenn die Vorderrieter in die Weblade eingesetzt und sämtliche 5 Ketten von den Scheiben bis zum Warenabzug durchgezogen sind, müssen die Kettfäden stramm gespannt werden. Zum Straffen der Kettstränge in den Gängen verwendet man bis zu 1,5 Kilo schwere Webgewichte, die zwischen Kettrahmen und Mittelständern eingehängt werden. Von der Industrie wurde solches Zubehör seit Ende des vorigen Jahrhunderts in großer Vielfalt angeboten. Viele Bandwerker behalfen sich jedoch mit selbstgenähten Leinensäckchen, in die sie Eisenschrott, Blei oder Steine einfüllten. Beim Webkamm hängt jetzt einer der Bandwerker das sogenannte Auftrittsgestänge ein. Die Stangen übertragen die Auf- und Abwärtsbewegungen der Tritte vom Boden auf die Zugrollen oben im Webstuhl. Dadurch wird bewirkt, dass sich die 4 Schäfte abwechselnd heben und senken, wobei die Webfache zum Eintrag der Schussfäden auf- und zugehen. Wenn der Bandstuhl mit seinen komplizierten technischen Einrichtungen gängig gemacht ist, kann der Gang des Schlägers reguliert werden. Alles klar? Bist du zufrieden? Ja. Dann auf Wiedersehen. Für die restlichen Arbeiten ist der Bandwerker nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Auf der Exzenterwelle, welche die Tritte betätigt, werden zunächst die Tümmler und Wippenkreuze festgesetzt. Sämtliche Drehlager bekommen für den Betrieb eine Ölschmierung, vor allem die Hauptwelle mit dem Schwungrad.
Dann wird die Weblade zur Unterbringung der Schussspülchen vorbereitet. Die Spulmaschine zum Umrollen der Fäden von den großen auf die kleinen Spulen war meist in der Webkammer untergebracht. Auf der fünfspilligen Maschine sind die Garne aufgesteckt, die für die fünf aufgelegten Bänder im Bandstuhl als Einschlag benötigt werden. Bei den Schussspülchen ist es besonders wichtig, dass die Fäden ohne Widerstand ablaufen können. Darum wird das Garn von den hin und her pendelnden Fadenführern in gleichmäßigen Windungen verteilt. Die vollen Spülchen können bei laufendem Werk abgenommen und durch leere ersetzt werden. Die großen Spulen, die auf der Windemaschine beim Abhaspeln der Garnstränge gewonnen sind, stecken lose auf herausnehmbaren Achsen. Die herabhängenden, mit Eisenstücken beschwerten Bänder sind so angebracht, dass sie die rundlaufenden Spulen abbremsen. Dadurch bleibt das Garn beim Abziehen gespannt. Auch hierfür hat man sich längst leistungsfähigere, moderne Einrichtungen angeschafft. Die hier verwendete Spulmaschine stammt aus der Zeit um 1900 und war bis nach 1950 in Gebrauch. Ganze Zweige der Industrie im Bergischen Land hatten sich seit 1850 auf den Bedarf der Bandwerkereien spezialisiert. Dabei knüpfte man an das alte Handwerk der Webstuhlschreiner an, von dem die technische Entwicklung eingeleitet wurde. Auch die alte Spulmaschine, bei der durch einfachen Fußantrieb alle Funktionen zentral gesteuert und aufeinander abgestimmt sind, weist auf ein beachtliches Können. Sie ist ähnlich konstruiert wie die Windemaschine. Sämtliche Geräte, die man hier noch einmal in Betrieb genommen hat, wurden zusammen mit dem Webehaus an das Rheinische Freilichtmuseum gegeben. In der Zwischenzeit wurde der Bandstuhl so weit hergerichtet, dass nur noch die Schussspülchen eingesetzt zu werden brauchen. Die an der Weblade mit halbrunden Bögen vorstehenden Schiffchen nehmen die gefüllten Garnrollen auf. Sie sitzen auf dünnen Steckachsen und werden von federnden Drahtbügeln am selbsttätigen Abspulen gehindert. Der Faden tritt durch ein Porzellanauge im Scheitel des Bogens nach außen, sodass er in die Webkette eingeschossen werden kann, wenn sich das Schiffchen quer durch das geöffnete Fach bewegt. Der genaue Gleichlauf der zurückstoßenden Weblade mit dem Ausheben der Schäfte, dem Aufspringen der Kettfadenkreuzungen und dem Hindurchschießen des Schiffchens muss als letztes überprüft und reguliert werden. Dazu setzt der Weber den Bandstuhl zur Probe vorsichtig in Gang. Die von einer im Schläger hin und her fahrenden Zahnstange angetriebenen Schiffchen vollführen auf ihrem Weg einen Bogenschlag.
Dadurch ist es möglich, auf dem 1,36 Meter breiten Bandstuhl 5 Gänge nebeneinander unterzubringen. An den ausgehobenen Schäften kann gemessen werden, ob die Öffnung der Fache für den glatten Durchgang der Weberschiffchen weit genug ist. Bei ungenauer Abstimmung können die Fäden durch die Reibung zerreißen. Die schussfertige Einrichtung wird mit dem Drehbaum in Bewegung gesetzt, der die ganze Vorderseite des Bandstuhls einnimmt. So kann er von jeder Stelle aus in Gang gehalten werden. Wenn alle Bewegungselemente endlich fehlerlos arbeiten, ist es möglich, die beim Einrichten verlorene Zeit durch zügige Produktion wettzumachen. Bei der Modeabhängigkeit der bunten Bänder, die neben anderen Erzeugnissen schon im 18. Jahrhundert als Barmer Artikel bekannt waren, mussten immer wieder neue Muster aufgelegt werden. Wahrscheinlich überließ man die Bandwerkerei in der bergischen Textilindustrie aus diesem Grund weitgehend dem Hausgewerbe. Als 1892 wegen Lohnstreitigkeiten mit den Fabrikanten der Bandwerkerverband entstand, umfasste er hauptsächlich in den kleineren Ortschaften wie Dönberg, Dünn, Ronsdorf und Wermelskirchen bald an 3000 Mitglieder. In Dünn sind die Bandwerker auch heute noch als aktive Gemeinschaft zusammengeschlossen.